Da sind wir wieder zurück. Ja, was haben wir jetzt letztes gemacht? Genau, wir haben, glaube ich, das Steinhaus hier fertig gemacht. Genau. Dann haben wir jetzt hier drei, vier große Häuser. Jetzt muss ich aber noch mal in der Verwaltung schauen. Wir haben vier Häuser und alle vier Häuser sind besetzt. Wer sitzt da drinnen? Nicola. Nicola, unsere werte Erfinderin. Warum? Was ist hier das Problem? Was ist dieses Ausrufezeichen? Haben hier ein. Hier sind Küche, keine Produktion, keine Produktion, Schmiedeproduktion. Produzieren die nicht mehr? Fehlt was? Warte. Das kann man ja in den Produktionshäusern sehen, ob was fehlt. Grabdetails. Nö. Spitzhacke ist da. Schaufel. Ah, hier können wir Schaufeln reinpacken in den Grabungsschuppen. Okay. Axt hat sie auch noch. Und Schmiede. Sie hat einen Hammer. Okay. Ist noch alles da. Wir können aber, was wir noch gucken können. Als erstes ist Spitzhacken haben wir. Sehr schön. Hämmer haben wir noch. Steinäxte haben wir auch. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt das Haus fertig. Das Haus da hinten wird noch abgerissen. Das hier wird alles noch abgerissen. Jetzt ist die Frage nur, wir haben hier die Scheune. Ich würde ja das Lebensmittellager auch hier so daneben packen. Allerdings soll hier der Ausgang sein, denn die beiden Felder hier müssen noch bearbeitet werden. Glaube ich. Zwiebeln sind ausgesät. Möhren, Karotten sind noch ausgesät. Weizen ist noch und Hafer. Okay. Dann wollten wir, glaube ich, Leinenfeld 1 und 2 machen, weil wir Leinen brauchen ohne Ende. Das Problem ist nur, wir haben, glaube ich, nicht genug Dünger, aber wir haben eine Spitzhacke. Dann machen wir erstmal die Spitzhacke und machen schnell noch, bevor es Nacht wird, hacken wir hier schnell noch ein bisschen das Feld. Damit wir zumindest das schon mal haben. Dann müssen wir noch genug Dünger. Ich weiß nicht, ob wir genug Dünger da haben. Ich glaube für ein Feld, oder? Auf jeden Fall müssen wir wieso noch mal losziehen. Eigentlich müssen wir so gut wie jedes Dorf abklappern. Denn wir brauchen Dünger ohne Ende. Bei so vielen Feldern, die wir hier bearbeiten müssen. Na? Entschuldigung. Wir haben sechs Felder. A 40. Ja, Parzellen könnte man jetzt sagen. Oder? Wären das Parzellen? Also, wenn man das jedes einzelne hier Karree als Parzelle sieht, würde ich schon sagen. Und das ist eine Menge Arbeit. Noch brauchen wir auch die Arbeit, weil wir müssen ja. Ah, wie sagt man so schön? Warum haben wir so wenig Wasser? Okay. Komisch. Müssen wir gleich noch trinken? Die Spitzhacke hat exakt dafür, also 80% reichen für ein Feld. Spitzhacke. Nee, nicht. War ja keine Spitzhacke, war ja eine. Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie das heißt. Haben wir noch genug Essen? Das ist ja auch immer wichtig. Das müssen wir halt immer überprüfen. Hier hätte ich noch eine Unterteilung in Roh und richtig Essen. Die trinken aus dem Eimer? Mann, Leute, ihr hört auf, den Eimer leer zu saufen. Ihr habt hier unten Trinkschläuche. Roggenbrei haben wir noch 8. Pilzsuppen haben wir noch gut. Haben wir noch sehr gut sogar. Und Kohlsuppen auch. Also das sollte ein paar Tage reichen. Hier gebratener Fischfilet. Wir haben hier auch nochmal 24. Die können wir wahrscheinlich auch nochmal braten. Haben wir Nahrung dabei? Ein Trinkschlauch. Mal abgeben. Johanniskraut. Speisemuschel wird verkauft und ein bisschen Fleisch haben wir noch dabei. Sehr schön. Haben wir noch eine? Ne, haben wir nicht.
Dann ist die Frage, hat sie die Werkzeuge? Packt sie ja nicht hier rein, sondern da rein, ne, die sie produziert. Problem ist, wir brauchen Steine. Und sie produziert, ja, nee, sie muss was anderes machen. Wir müssen diese Sachen, da wir Steine brauchen, muss sie was anderes produzieren. Das werden wir dann gleich mal gucken, ob wir da das hinbekommen. So, Steinäxte. Hier kriegst noch zwei dazu. Steinmesser war in der Jagdhütte, ne? Wie viel hast denn du noch? Eins hattet ihr noch, okay. Hier 100%. Und was hat man noch? Zwei Spitzhacken, die gehören natürlich hier hinten rein. Halt. Spitzhacke, zwei Stück. Dann haben wir hier auch erstmal einen kleinen Vorrat. Wie gesagt, Lebensmittellager würde ich irgendwie hier so daneben bauen und daneben die Küche. Oder gegenüber die Küche. Das wäre auch noch eine Variante. Gegenüber dann die Küche. Ich will halt hier Platz dazwischen haben. Also muss ich überlegen, wo ich das nächste Gebäude dann hinbaue. Das wäre, ich würde ja fast mal sagen hier, aber da muss ich ganz schön viel abreißen und woanders hin flanken. Den muss ich gut überlegen, wo. Genauso wie das Lager muss ich umbauen. Aber erstmal Verwaltung. Sie sollen nicht mehr weiter produzieren. Das bringt mir einfach nichts, wenn sie in der Werkstatt weiter produziert. Ja, Nikola, du musst. Was ist, wenn ich Nikola hier reinschicke? Braucht sie hier irgendwas? Ja. So, Nikola geht hier rein. Weidenkorb. Achso, vielleicht, weil ich hier die Produktion habe. Deswegen meckert darum, dass da nichts gearbeitet werden kann. Können wir gleich beim Brunnen auch noch gucken. Das kann sein. Nicht Werkstatt. Doch, obwohl in der Werkstatt. Was bräuchten wir da? Nur einen Holzstamm? Hm. Ah, nee, 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 warum sind die gesperrt? Das sieht Leder. Okay. Holzrad aus Brettern, aha. Nee, du sollst in die, wenn dann in die Näherei. Fällt mir gerade so ein. Erstmal Küche. Produzieren wir hier irgendwas in der Küche? Nö. Also warum hast du dann hier. Ja, ist klar, dass keine Produktion eingestellt ist. Hier auch nicht. Du hast ja auch keinen Arbeiter. So. Dann produzierst du. Was brauchen wir dafür? Leingewebe. Nee, hier. Eingang kann man nicht, kann man nicht. Könnten wir anscheinend Wollgarn. Aus Wollstoff könnten wir Wollgarn machen, aber wir wollen doch aus Wolle Wollgarn machen und dann. Achso, aus Wollgarn können wir Wollstoff machen und dann könnten wir hier Mützen etc. pp. Herstellen. Gerade für den Winter wahrscheinlich ganz gut. Pelzumhang haben wir schon. Aber du produzierst mir einfach 6 Stück wären 18 Leder. Hier komm, du produzierst mir einfach 8 Stück. 8 Stück wären 24, ne? 24 Leder. Ah, obwohl wir dich hier wieso wegräumen müssen. Du hast hier aber keinen. Kann es sein, dass wir hier noch genug Leder haben? Ja, 61, das ist gut. So, Holzschälchen nehmen wir schon mal raus.
Können wir vorne gebrauchen. Und dann gehen wir. Gehen wir schon schlafen oder machen wir noch? Oder machen wir das hier noch? Das Problem hierbei ist, die Küche müssen wir so oder so umbauen. Also ist die Frage, wo bauen wir die Küche hin? Warum ist hier ein Holz? Ach, Holzstamm habe ich noch dabei. Warum? Das Haus ist doch fertig. Habe ich hier noch ein Haus hingesetzt? Nee. Okay, bringen wir erstmal alles weg. Bringen wir erstmal alles weg. So, hier. Zack. Nee, Federn kommen hier nicht rein. Steine. 60 Stöcker. Okay. Und a little bit Stroh. Wie gesagt, Scheune haben wir da. Das ist ja schon mal. Das ist, oh, Kalk können wir noch gucken. Vielleicht können wir unser Haus noch ein bisschen fertig machen. Wirklich mal schauen. 13 Kalk. 8 brauchen wir für eine oder 12 für die mit den Fenstern. Dann machen wir schnell noch unsere Fensterfronten mit Kalk. Dann haben wir, würde ich sagen, ein Haus, was wirklich in guten Zustand ist. Also dann fehlt uns, glaube ich, noch eine Wand. Hoffe ich, dass es nur eine ist. Oh. Dann so, dann brauchen wir noch 8. 16. Okay, 16 bräuchten wir noch. Dann haben wir unser Haus komplett fertig. Das freut mich. How are you? So, es scheint keine Probleme zu geben. Das ist gut. Was beschäftigt dich im Moment? Es gibt Gerüchte über eine junge Frau, die am Rande des Reiches leben soll. Angeblich hat sie 7 Männer und sie hält sich für die schönste im ganzen Land. Sehen wir mal, wie ihr der Apfel schmeckt, den ich ihr geschickt habe. See you soon. Okay. Gehen wir schlafen, Schatz? Okay. Ich gucke noch mal kurz bei Verwaltung. 66%. Damit ist sie sehr zufrieden. Sprich, wenn mal irgendwas fehlt an Nahrung oder Holz, sollte sie, würde ich jetzt mal davon ausgehen, noch ein bisschen durchhalten. Also, gehen wir auch schlafen, ne? Dann machen wir beim Morgengrauen weiter. Guten Morgen. So, eine Holzhacke. Dann machen wir nämlich erstmal das andere Feld noch fertig. Dann wissen wir zumindest, also ich glaube, mehr Felder werden wir erstmal nicht bauen. Ich hoffe auch nicht brauchen. Oh. Ja, ich habe schon wieder gleich keine Ausdauer mehr. Ich weiß. Hei, hei, Dewitzke, das ist eine schwere Arbeit. Ich weiß, ich hoffe, das gibt Punkte. Ich hoffe, hoffe, hoffe es. Besonders im Sommer, oh, da wird dann auch nochmal jedes Feld müssen wir wieder neu machen. Ich glaube, im Sommer müssen wir jedes Feld neu machen. Das wird hart. Wie gesagt, da brauchen wir definitiv sehr viel Dünger. Und ohne den Schweinestall, wo wir auch Dünger produzieren über die Zeit hin, brauchen wir nicht anfangen. Dazu brauchen wir aber genug Tiernahrung. Das ist ja auch wieder der Fakt, ne? Stimmt, ich wollte mal gucken, was Tiernahrung, also was wir für Tiernahrungsherstellung benötigen. So. Das können wir, glaube ich, in der Mühle. Ach nee, in der Scheune. Mühle haben wir ja nicht. In der Scheune. Dünger, Dünger, Ton, Tierfutter, Haferkorn und Roggenkorn und Stroh. Ah ja, ah ja.
Okay, aber die Frage ist, wie viel kommt da raus? Kommt da ein raus? Also Stroh ist okay. Wir haben, glaube ich, aber gut Haferkorn übrig gelassen, ne? Hoffe ich. Ja, Roggenkorn. Achso, wir brauchen Haferkorn. Haferkorn und Roggenkorn. Hafer. Haben wir Hafer angebaut? Glaube ja. Bei Dünger sehe ich jetzt hier gerade nicht mehr. So, die Schaufel können wir woanders hinpacken. Haben wir ja schon gesehen. Die können wir hier in die Bergarbeiterhütte packen. Die kommt einfach mal hier rein. Bob. So. Dann wollten wir Dünger gucken. Wir bräuchten 80 Dünger. Dünger haben wir. Okay, das ist gut. 80 Dünger. Und wir bräuchten ein paar Beutel vermutlich. So. Dann haben wir auch 80 Leinen. Samen. Okay. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch eine Hagge. Denn unsere hat, wie viel hat es? Nur noch 20%. Wir brauchen 80% pro Feld. Da brauchen wir mindestens noch zwei, weil ein, die geht gleich kaputt und dann ja. Also mindestens noch zwei Hacken sollten wir produzieren. Die kosten mich ein Stamm und fünf Holz. Ein Stamm und fünf Holz. Bedeutet, wenn wir zwei herstellen wollen, brauchen wir natürlich das Doppelding. So. Okay. Und wir könnten rein rechnerisch ja schon von dem mittleren Haus, wenn wir genug Stämme haben, das Dach nach und nach austauschen gegen so ein schönes Holzdach. Ich glaube, das gibt auch den Leuten noch mal richtig Boost. So, dann packen wir auf die 5. Und wir brauchen Dung. Ich frage mich, verbrauchen wir hier auch so viel Ausdauer? Also normalerweise würde man ja Dung mit einer Schaufel und einer Schubkarre verteilen. Deswegen finde ich das ein Beutel, wo wir dann auch rein technisch gesehen ja unsere Samen reinpacken und verteilen. Sehr creepy, aber okay. Es ist, wie es ist. Aber dann würde ich sagen, sind wir heute mit den Feldern fertig. Dann sind wir mit der Feldarbeit fertig. Was ich auch sehr begrüße, Landwirtschaft, halt. Jetzt müssen wir stopfen. Denn wir haben eine Fähigkeit. Was haben wir denn hier genommen? Chance, zusätzliche Getreide auf Feldern zu ernten. Oh, auf 50%! Das müssen wir nehmen. Da kommen wir nicht drum. 100%. Beim nächsten Mal sind es 100% zusätzlich. Oh ja, das müssen wir machen. Da müssen wir selber Getreide ernten. Gut, ja. Ich frage mich, ob damit nicht, also auch, ja, hier so Möhren und sowas gemeint ist. Das frage ich mich gerade wirklich. Aber es ist doch schön, dass wir wieder ein Level gemacht haben. Ich hoffe, also, was ich halt noch nicht weiß, ist, wenn wir sterben und wir übernehmen dann unseren Nachwuchs, muss man ja mal so sagen, ob wir dann ebenfalls Fähigkeiten schon haben, übernommen haben oder ob wir das dann wieder von Anfang an skillen. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal, hatte ich schon mal geredet, ne? Wo ich dann meinte, es wäre schon schön, wenn man einen Teil zumindest übernimmt. Das kommt ja dann auch aufs Lebensalter an, etc. pp. Wie erfahren er in Sachen ist. Man sieht es ja hier zum Beispiel. Ne? Wir haben die Erfinderin, die ist 23, hat aber Stufe 6 bei der Herstellung. Das finde ich klasse.
Ich glaube auch, dass unser Dorf riesengroß wird. Weil, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt so die Produktionsgebäude eigentlich alle. Aber wir brauchen ja Häuser ohne Ende. Ohne Ende. Gott sei Dank haben wir ja noch Beutelchen dabei. Ich frage mich, wo die Beutel von der Schneiderin dann hingehen. Weil wir haben sie jetzt zur Schneiderei erstmal in die Schneiderei gesteckt. Problem ist, wir müssen sie wahrscheinlich aus der Schneiderei noch rausholen. Oder wir bauen eine neue. Dann. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich einen Schlauch, eine Art Schlauch baue als Dorf. Oder mit einer Art Dorfkern. So ein bisschen. So viele Sachen, die noch zu machen sind. So, und dann Agge Agge. Aber das Gute ist, dass wir das jetzt hier schön am St ja, okay. Am Stück machen können. Ja, ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Ich weiß. Und dann noch das Feld. Dann sehen wir und dann haben wir die Felder zumindest fertig. Ich glaube, wir haben noch Quests offen, ne? Also klar, Alvin ist ja eine Questreihe. Da müssen wir auf die nächste Jahreszeit finden. Warten. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. So ist man, also so muss man ja die Jahreszeiten sozusagen spielen. Weißt, wir haben das Feld nicht in zwei Schritten geschafft. Eieieiei. So. Ich könnte mir natürlich erstmal noch eine Pilzsuppe gönnen. Die hat nämlich gut Wasser. So. Pilzsuppe, Suppe, 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 Suppe. Da würde ich mal zwei einpacken. Ja. Wir haben noch eine Fähigkeit. Haben wir zwei Punkte bekommen? Ja, dann kriegen wir jetzt so 100% mehr. Haltbarkeitsverlust, okay, von weg. Ausdauerverlust, das wäre, glaube ich, der nächste Punkt, den wir nehmen. Wir stinken. Natürlich stinken wir. Wir arbeiten ja auch auf dem Feld. Was glauben die eigentlich? So, nehmen wir erstmal nur einmal zu uns. Wie gesagt, wir arbeiten auf dem Feld. Also, was soll man erwarten, dass ich gut rieche nach Feldarbeit? Also. Ach ja. Komm, ein Feld noch. So. Halbes Feld fertig, oder? Sieht zumindest aus. Ja, das wird ein Riesendorf, was wir hier hinzimmern. Deswegen, ich bin ja auch am Überlegen, ob wir es nicht nach hinten, also nicht jetzt hier noch, ja. Bis zu den Feldern sozusagen und dann aber in die andere Richtung noch weiter ausbauen. So, ich würde sagen, Feldarbeit ist fertig. Halt. Jetzt können wir. Haben wir es denn? Da, nein. Stimmt, wir müssen gar nicht so viele Felder machen, weil Leinen machen wir nur einmal im Jahr, ne? Das Einzige, wo wir dann eventuell noch raufgehen, ist, dass wir aus dem einen Leinenfeld
eine Art Moosfeld oder eine Mischmasse machen erstmal, weil wir dafür keine Samen kaufen werden, sondern die Mohnsamen verwenden, die wir da haben. Fällt mir gerade so ein. Wir haben ja Mohnsamen da. Bin ich froh, wenn wir Beutel machen können, weil die Säcke sind zwar gut, also die Säckchen hier. Ja, wir brauchen halt nur Leder. Klasse. Aber wenn wir Leinengarn haben, können wir, glaube ich, die Säcke machen. Die Säcke sind größer. Sprich, sie halten länger. Die Frage ist nur, ob wir die großen Säcke benutzen oder eher die kleinen nehmen und die großen verkaufen. Das müssen wir dann aber sehen, je nachdem, ja, wie viel Material wir überhaupt haben. Und was wir herstellen. Wir müssen nämlich noch Schemen kaufen. Das werde ich auch gleich mal noch gucken, ne? Sollen wir vielleicht noch ein paar Schemen kaufen? Und dann, ja, müssen wir wieso gucken. Ja, so. Dann haben wir nämlich die Felder fertig. Zwei Leinenfelder. Fertig gemacht. Damit konnte ich leben. So, das ist natürlich eine Arbeit, die... Es ist eine entspannte Arbeit. Anstrengend, aber entspannt. Dadurch, dass wir Frühling haben, ist es auch nicht so heiß. Noch haben wir kein Problem mit der Temperatur. Wir werden aber spätestens im Sommer hier unseren Fellmantel ausziehen müssen. Ich verstehe die 6 da oben immer noch nicht. Ja, wir haben da keine Produktion eingestellt zum Teil, aber liegt es daran, dass die Häuser nicht produzieren? Weil sie können ja zum Teil gar nicht produzieren, oder? Hm. Ah ja, wer weiß, wer weiß. Die Frage ist auch, oh, hallo? Schatzi? Schatz? Warum sagst du nicht mal hallo? Ich arbeite hier einsam auf dem Feld. Du rennst einfach dran vorbei, als wenn ich gar nicht da wäre. Was für eine traurige Ehe ist das denn? Wenn die Frau noch nicht einmal guten Tag sagt, ihrem Mann, der auf dem Feld arbeitet. Ja, du sammelst Steine, aber nur Steine. So. Verwaltung. Nee, Fähigkeiten. Ich will mal was gucken. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Ja, wir sind immerhin noch ein Viertel schon wieder hochgekommen. Ja, also das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay. Gut. Wir wollten nach Schemen gucken. Schemen kriegen wir woher? Wo waren das? Technologien. So, Brunnen kriegen wir nicht. Materiallager. Da könnten wir jetzt ja, Sitzbaumstumpf etc. pp. Ha. Die Frage ist, was brauchen wir davon? Baumstammtisch. Wäre auch was, was man in ein Haus reinstellen kann. Aber ich könnte auch einen richtigen Tisch ins Haus stellen. Fackeln. Vorhänge. Hier, Holz und Brett, erforderliches Material. Latten, Holz, Tor. Ja, damit wären natürlich die Tore auch besser, aber das ist Nahrung. Scheune haben wir, Hühnerstall haben wir erworben, Schweinestall können wir anscheinend so herstellen. Da brauchen wir nichts. Werkstatt haben wir alles erhoben, Schmiede haben wir noch nicht alles. Okay, Schmiede würde ich mal vorschlagen. Fangen wir als erstes an. Und zwar, was wäre denn was Schönes gebrauchen können? Ach, wir haben sogar eine Näherei. Wie viel Geld haben wir? 1800? Ich würde mal... What the hell? Hier. Das kostet 10. Natürlich machen wir das. Also wirklich...
Ne, wir fangen aber hier einfach an oder beim Jagen. Ich bin mir ja nicht sicher. Kräuter. Pfeile. Also wir haben noch keine Kräuterhütte, deswegen wir haben eine Fischerhütte. Ja. Ein Elchtrophäe. Oh, hier könnten wir Schaftrophäe kaufen. Kostet mich aber 500. Nee, ist erstmal zu teuer, finde ich. Dann Langbogen. Dann könnten wir Langbögen herstellen. Kostet mich aber Leinen. Leinen kriegen wir nächste Season. Steinumkreistes Feuer. Erforderliches Material. Okay, ein Lagerfeuer wird zum Rösten von Fleisch und Schla als Schlafplatz an abgelegenen Orten genutzt. Muss mit einer Fackel entzündet werden. Warum sollte ich das bauen? Das würde ich gerne haben wollen. Stock und Leinen, kleines Fischernetz. Dann kaufen wir dich noch. Kräuterhütte haben wir noch nicht. Jagdhütte ist mir gerade zu teuer, deswegen gehen wir in die Schmiede wieder. Kaufen die 50er Sachen, die 100er Sachen. So, und dann hätten wir nur noch 800. Das war's erstmal. Jetzt müssen wir wieder Geld verdienen. Jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen. Wir müssen uns waschen. Das machen wir gleich. Du kannst weggepackt werden. Dann gehen wir uns gleich waschen und sehen uns beim nächsten Mal.